Moin Moin und willkommen zurück zu Resi. Wir nehmen einfach mal das hier. Achso, okay, es sind so die gleichen Fähigkeiten. Wir haben kein Geld. Was? Wir sind pleite, was Fähigkeiten angeht. Wir haben keine BP. Blütenpunkte sind das für mich immer noch, weil... Keine Ahnung, was das hier sonst... Einfach überlegen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ist, deswegen habe ich einfach das Obere genommen. In Metal Gear Wirsing heißen die auch BP. Wo stehen die denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist Battle gut. Points wahrscheinlich. Blutpunkte. Oh, Metal Gear Rising kann ich mir das vorstellen. Na, Kopfschmerzen. Hey, du bist von diesem explodierenden Turm gefallen. Wie geht's? Du wurdest unter Steinen begraben, dann bist du eigentlich mutiert, laut der Angabe deines Armbands. Und dann ist der Turm in die Luft geflogen und du lebst. Der Armband ist immer noch rot. Ja, das auch. Du hättest dir Gefallen getan. Wenn gestorben wärst, als hattest du Chance, Kroschka. Irgendwas daran stimmt quasi nicht. Ich meine, das Spiel. Wir sind Riesen, wir dürfen keine Hauptcharaktere umbringen. Ja, aber es ist halt so geil, dass das Spiel sich so alle Mühe gegeben hat. Die ist tot. Doch nicht. Ne. Wenn du laufen kannst, geh! Ärger kommt selten allein. Ich kann nur laufen, sorry, gehen steht außer Frage. Ja, super Spiel, Rasputin. Rasputin, Lava. Aber ich ging nicht. Ich konnte nicht. Innerer Monolog. Ding! Oh Gott. Also kamen wir zu einem. Gibt's für dieses Spiel gar nicht. Boah, ich weiß gar nicht, ob Darigan damals gemacht hat. Du würdest mit mir aushalten, solange ich meinen Teil. Keine Ahnung, hab ich noch nicht gesehen. Ich hab schon viele Resi-Sachen von Darigan gesehen. Also Resi 4, 5 und 6 habe ich, glaube ich, bei ihm gesehen. Resi 4 habe ich noch nicht angeguckt, weil ich das ja gerade spiele. Ja. Das musst du bis. Bis übermorgen musst du es durchkriegen, ne? Warum? Ne, übermorgen kommt Metro raus. Ja, ich bin übers Wochenende nicht da und ich habe eh gerade keine 40 Euro. Tja. Der Struggel. Struggelbecher. Struggelbecher. Der Struggelbecher. Struggelbecher wäre eine super Parodie. Gefällt mir. Ja. Jo, kann man machen. Bist du so, jetzt Moira und ich glaube, ich bin jetzt Moira oder? Und du bist der alte Sack oder so. Oh Gott, ich muss schießen. Seit ich von Claire getrennt wurde. Narration. Mann hat mich aus der Ruine gezogen und mich aufgepäppelt. Er hat dich aus der Ruine gezogen. Wie? Meiner hat nie die Farbe gewechselt. 80 Meter runterfallen. Passt. Eines dieser Dinger verwandelt. Hey, du bist ja fast wie das andere kleine Mädchen. Es wird also schlichtweg nicht mal erklärt, warum sie kein Zombie ist, obwohl sie ein Zombie sein sollte laut Spiel. She not undead. Kannst du mit Pistole? Ja, Mehr oder weniger. Ja, jetzt bin ich Moira, ja. Gut, du sammelst selbst Munition. Hast keine mehr, nicht mein Problem. Ich verstehe genau. Schon. Ich werde keine Last sein. Ich kann nicht zeigen. Rote. Was? Rotation. Ach, Ration. Ich habe Rotation irgendwie gelesen. Sehr gut. Also sollen wir Tiere töten. Okay. Du gehst zu Sägemühleneingang tief in Wald. Das große Tor. Ich kenne es. Ist sehr wichtig, ich habe einen Sniper. Ich habe den MP. Nice. Ja, ich habe einen Sniper. Zum Abendbrot. Lecker, lecker, lecker. Ich habe eine Taschenlampe. Oh Gott. Lecker, lecker, lecker. Ich habe immer noch die Taschenlampe und die Brechstange. Du hilfst mir. Wir haben Zeitlimit. Scheinbar. Ja, ja. Viele Jahre, ihr in Altersschwäche sterben. Hasenfleisch. Ich weiß, dass ich essen muss, aber armes Tier. Du oh, jetzt Tomb Raider nicht alles. Ja, zum einen das und zum anderen Hasen erschießen, denke ich gerade eher an, wie hieß es? Last of Us. Genau. Und vor allem denke ich mir so, Hase, Herrgott, gibt's hier keine Rehe. An einem Hasen ist halt leider nicht viel dran. Also haben wir jetzt ein Zeitlimit, um da unsere Vorräte aufzufüllen, oder was? Anscheinend. Bei der großzügigen Hitbox ist das kein Problem. Bei dem kleinen Bildschirm erkenne ich nicht mal das, nicht mal Tiere. Ich habe gerade mal eben so drei Hasen gekillt, die nebeneinander saßen. Nice. Weil so ein Tier ja nicht abhaut, wenn es einen Schuss hört. Ja, stimmt.
Es haut nicht mal ab, wenn ich auf ihn schieße, nicht treffe. Ja. Und das klingt wie, wie eine Krähe oder so, wenn du sie erschießt. Es ist eine Krähe. Ach so. Das es ist ein Krase. Nach dem Schwund gibt's jetzt den Krasen. Moment, kann ich einen? Genau. Warte, ich will einen Hasen mit der Brechstange töten. Wo ist der Hase? Aber jetzt haben wir ja quasi ein Resi, wo wir beide. Erstmal jetzt, wo wir beide schießen. Es ist eine, keine Jagd, es ist eine Massenextinktion, was du hier machst. Echt mal, es fehlt, glaube ich, nur noch einer, dann wären wir so schon voll. Aber ich will irgendwie dieses Haus hier erkunden. Das ist gerade interessanter als die Hasen. Jo. Kraut. Kann man überhaupt. Die Hasen verschwimmen in den Pixeln. Huch. Ach, die Käfer gibt's auch noch. Kannst du die auch essen? Scheinbar ja. Geißelspinnenfleisch. Nice. Ich glaube, das ist eine super Idee. Let's brutal. Schwund. Suche essen, du magst. Die Schwunde kann man nicht essen. Vielleicht findest du einen Hamburger. Boah, jetzt hab ich Bock auf einen Hamburger. Da hatte ich gerade eine Käse überbacken, eine Frikadelle. Sei wachsam. Hier hinten ist eine Tür, müssen wir zusammen durch. Lassen Sie mich sie erschießen oder wollen Sie sich erst beschweren? Wieso konnte ich hier gerade A drücken? Wo bist du überhaupt? Achso, da. Ach, immer noch da hinten. Mann, ja. Ich muss mich konzentrieren. Wie hat Claire nochmal ihre Waffe gehalten? Wahrscheinlich falsch mit der rechten Hand. Rum. Lauf auf die Brust, also deine eigene, und dann gib ihm. So. Wir haben was zu essen. Komm nach Norden. Oder wo immer hier in Latsche. Ich dachte gerade, hier läuft ein Hase. Nee, ist Süden, Nordminimap. Oh. Ich beschleunige. Oh Gott, wenn ich renne, verpixelt alles. Warum? Nice. Deine Internetleitung hat heute keinen Bock. Das war immer ein bisschen verpixelt. Ne? Yay. Das ist bestimmt eine Viertelstunde für den gesamten DLC. Wahrscheinlich. Die ganze Zeit wird nur, gejagt. Ja. Schau, ich wollte gerade diese Ratte erschlagen. Ich will ein Tier mit der Brechstange töten. Ja, wieso kann ich die... Hey, da war eine Schlange. Ich kann die Schrotflinte nicht mitnehmen, das finde ich nicht gut. Du kannst nur die Schlange essen. Also, nee. Kann man nicht, ich kann es nicht aufheben, aber... Ja, weil wir volle Vorräte haben. Ach ja, meine Lektion fürs Leben. Wenn du ein Kindheitstrauma hast und deswegen keine Schusswaffe verwenden kannst, lass dich einfach von einem Turm erschlagen. Ja. Macht Sinn, oder? Ich meine, das ist das, was das Spiel uns hier beibringen will, glaube ich. Ja, wir haben ja irgendwo einen Blaupunkt, aber wie kommen wir da hin? Keine Ahnung, wir haben ja keine Karte. Achso, man könnte diese Tür hier öffnen. Oh, kann man das? Offenbar ja. Teleportierst mich einfach wieder? Ja! Ich bin empört! Du hast ja nichts zu melden. Ist hier noch ein Schwund? Ich glaube, es waren nur die beiden erstmal. Okay. Gegner! Mach du mal. Wozu hast du einen Sniper? Controller, ey. Ach, jetzt weißt du, wie es mir schon die ganze Zeit geht. Ja. Aber ich konnte nicht üben. Ich kann ja mit der Taschenlampe arbeiten und du musst alles erschießen. Ja, wenn du willst, dass sich das hier ewig zieht. Schlag die Tür. Ich glaube, ja. Da kommen wir nicht rein. Aus Gründen. Anscheinend nicht. Wahrscheinlich müsste ich jetzt auch eigentlich noch während des Zeitlimits mit der Taschenlampe rumrennen und Zeug suchen. Kein Bock drauf. Nee, wir müssen zum Blaupunkt. Ja, wahrscheinlich. Außerdem brauchen wir eine Blaupause. Ich glaube nicht. Vielleicht den grünen Punkt. Oh, recycelbar. Mhm. Hast du nicht nur die, nur das Gewehr oder hast du noch eine Knarre? Auf welchem Knopf wechsle ich Waffe? Auf dem Digi-Kreuz. Dann habe ich nur die. Wow. Gutes Mädchen. Und ich habe jetzt schon wieder drei Knarren. Ja. Oh, genau. Ich muss nur eben ein gutes Mädchenkleid anheben, damit es sauber bleibt. Wenn fertig bist, geh zu Tor. Ja, Sir. Dafür habe ich ein Kraut, Bitch. Ich habe drei. Wait, bin ich jetzt ein Begleitercharakter? Keine Ahnung, aber knall mal jetzt die Regeneration oder nicht? Was?
Knall den Zombie da hinten mal ab. Wo hinten? Da. Ah, da ist bei mir ein Stapel davor. Moment. Ah, ich kann zoomen. Wow, die Hitbox war echt großzügig. Ja, die ist hier. Das Spiel weiß wahrscheinlich, dass Controller-Aim suckt, deswegen. Ja, hat es kein Aim-Assist und hat deswegen stattdessen die Hitboxen größer gemacht? Ich weiß auch nicht. Ey, ich wollte ihn gerade vermöbeln! Denied nennt man sowas. Denied. Ja, verprügel ich halt diese. Ach, das sehe ich jetzt, das sind solche halben Skorpione. Geißelspinne, mein Arsch. Die Jungs immer noch Fleisch droppen, das ich nicht aufheben kann. Ja, ich weiß, guck mal, um links. Ja, aber warum? Voll. Wahrscheinlich, damit wir weitermachen können, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wir müssen, glaube ich, zum blauen Punkt, bevor die Zeit abgelaufen ist. Kann sein, aber es hindert mich nicht daran, den Scheiß hier zu looten. Nö. Nimm deine Schrottmunition mit. Was? So, da geben Schrottmunition im Regal. Schrottmunition! What? Ich habe den Schwund zweimal gemessert und das Vieh war tot. Ist das nicht immer so gewesen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte ja nicht kämpfen bisher. Also ich meine, zweimal messern reicht oder ein Headshot? Ah. Ach so, hier sind wir jetzt. Ich erkenne den Ort wieder. Ja, ist nur looten. Ha. Ja, aber Munition. Okay. Vielleicht braucht man sie. Ja. Achso, man kann da lang. Okay. Wir haben, was wir brauchen. Können wir Feierabend machen? Okay, na? Das sollte genug Essen sein. Wer hat überhaupt die Holzteile hier wieder in die Klammer gesetzt? Hinlegen. Nee, das ist ja noch vor Barry. Also hilfst mir schneiden Fleisch. Echt? Wow, ja, stimmt, ja. Lehrreich. Haben wir ja noch 6 Monate Zeit, bis Barry hier alles kaputt macht. Ich könnte es keine Minute mehr aushalten, von so einem Besserwisser herumkommandiert zu werden. Dann erschieß ihn. Warum suchen wir keinen Weg von der Insel? Deswegen geht sie mir einfach nur auf den Sack. Schau Realität ins Auge. Sein Haus, seine Regeln. Es ist kein Haus. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Es ist ein Keller. This is not my sword. In Wirklichkeit dachte ich nur noch an meinen Dad. Jene Nacht träumte ich von Barrys Stadt. Jene Nacht. Er sah echt traurig aus. Niemand war bei ihm. Du musst immer das Dartigan-Video zu Metal Gear Rising angucken, wie er einfach nur über dieses Spiel fanboyt. Was ich sehr gut verstehen kann. Dass ich geweint hatte. Und er fällt während... Was? Das war ein Kapitel offenbar. Ah, und er fällt währenddessen aus dem Stuhl, weil dieses uralte Spiel einfach einen amerikanischen Präsidentschaftskandidat Make America Great Again sagen lässt, noch deutlich vor Trump. Das ist interessant. Und wieso sind wir jetzt wieder in der Kanalisation? Für eine Kamerafahrt. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich wirklich... Ja, wir sind hier unten. Ach doch, stimmt, der alte Sack lebt ja in der Kanalisation, da war was. Du bringst sie her. Du machst sie wieder weg. Tut mir leid, helfen Sie mir doch. Offenbar habe ich die irgendwie angelockt. Mhm. Mir scheißegal, bringe ich sie halt wieder um. Hast du wieder Bratwürstchen gegrillt und sie waren so angetan vom Aroma? Wahrscheinlich, ich habe gerade 2 Ratten mit einem Brecheisenschlag geschlagen. Das Sprichwort kenne ich anders. Ah, lässt du dich wieder anknabbern? Nur einer von denen durchkommt. Ich weiß, Junge. Geben Sie mir Deckung! Boah, Alter, ich hasse Controller, ey. Man kann ja nicht mal wirklich pre-aimen. Okay. Explosionen sind immer eine Lösung. Ja. Achso, ich glaube, wir sitzen sogar hier fest. Wir können also quasi wieder zurückgehen. Wollen sie nicht kaputt machen? Keine Ahnung. Ich hab ihm gerade meine Brechstange in den Arsch gerammt. Aha, mit oder ohne Gleitgel? Definitiv ohne. Vielleicht hast du sein eigenes Blut als Gleitgel genommen, das wäre verdammt Metal. Oder verdammt BDSM, je nachdem, worauf man so steht. What's the difference? Hast du gerade Metal mit BDSM gleichgesetzt? Wupp. Au. Ich wurde gepancaked. Das muss so.
Ich habe keine Wahl, außer gepancaked zu werden. Ich stehe hier und warte. Ich ersteche ihn mit dem Gewehr. Jetzt merke ich es, erst noch 10 verbleiben. Wir müssen also wirklich nur eine Anzahl Zombies killen. Oh nein. Okay, ich mache dies schon lange Zeit. Mehr Erfahrung, mehr Kugel. Mehr Kuhm ist mein Sieg. Oh, was ist das für ein Unsinn? Halt die benutzen halt nicht mehr die gleiche Munition. Abgesehen davon habe ich 3 Knarren. Ja. Ich klaue dir deine Munition trotzdem. Kannst du dir wieder aus dem Inventar klauen? Nicht, wenn ich das Inventar aufhabe. Was? Du kannst mir das Inventar klauen, aber ich dir nicht? Faszinierend. Wusste ich jetzt auch nicht. Alter, Controller Aim. Controller Aim mit einer Repetierflinte ist. Scheiße. Der Horror. Du weißt, warum es Horrorspiel heißt. Das ist der größte Horrorteil. Okay, ich kann immer noch bücken. Sind da noch? Oh, jetzt kommen sie wieder bei uns. Oh, ich habe ihn spawnen sehen. Ja, die fallen von der Decke. Nein, der ploppt da auf. Oh. Ja, ich glaube, der ist tot. Du kannst dir auch das Kraut nehmen. Ich bin Partnercharakter. Jetzt, es kommen noch mehr. Wir müssen bewegen, während es kommen nicht noch mehr, okay. Offensichtlich. Das Spiel sagt mir, es waren alle. Ja, aber vielleicht wird jetzt das Gebiet. Was? Ich habe okay. Hier hast du einen Instant-Teleport. Riskant, aber wir müssen sie holen. Was? In dieser Gasse werden wir nicht lange durchhalten. Richtig so. Also schnell rein, schnell raus. Aha. Ich find's auch gut, dass irgendwie so ihre Traumabewältigung jetzt komplett geskippt wurde, weil es war so, ich will keine Waffen benutzen. Hier hast du eine Knarre, okay. Sie wurde vom Turm überrannt. Ja. Es ist so, man könnte jetzt hier irgendwie was Relevantes für den Charakter zeigen. Oder wir skippen das einfach und sagen einfach, ja, jetzt ist sie vollkommen cool, damit eine Pistole in der Hand zu haben. Ja. Wir müssen eine Waffe suchen. Müssen wir jetzt einfach ans Ende, oder was? Wahrscheinlich. Hey, da unten liegt ein Kraut. Bedien dich. Ich brauch sowas nicht. Jetzt müsste ich erstmal da runter. Davon habe ich 3 Kräuter. Ich hab 3 Kräuter und ich könnte dir eins klauen, nur scheiß drauf. Ja, bedien dich. Ich bin ein krasser alter Mann, ich brauch sowas nicht. Nicht nur das, ich bin Russe. Ich kipp einfach Wodka drüber und dann hat sich das. Dann, du nimmst die Molotovs und trinkst sie, ja? Ja, ist der beste Cocktail. Gleich nach Cobra Libre kommt Molotov. Ja. Brittet meistens ein bisschen, aber sonst. Magst du meine Spezialwaffe? Benutze sie weise. Neue Schrotflinte. Kannst du die alte mitnehmen? Nein, ich, oder? Ich konnte die vorhin auch schon nicht einsammeln. Ich darf nur Repetierflinten nehmen. Was gibt's denn? Das ist der Russenkodex oder was? Bestimmt. Dann hat Metro aber was falsch gemacht. In Metro benutze ich so selten Schrotflinten. Ja, ich habe keine Schrotflinte, ich habe Repetierflinte. Das stimmt, ja, ja. Ja gut, dann nimmt man dann... Schrotflinte wäre ich deutlich glücklicher. Gut, in Metro nimmt man halt einfach die... Wo müssen wir auch lang? Wahrscheinlich wieder zurück, aber das Zeitlimit ist weg, also... Kein Blassen. In Metro nimmt man ja als Sniper sowieso immer die Armbrust. Ja. Oder halt vorher die mit der Dingsbums. Also die Pneumatikwaffe genau. Benutze ich sonst immer. Ja, bis man halt die, bis man die Armbrust kriegt, ist ja meistens ein bisschen später. Scheiße, da sind mehr unter uns! Das fand ich nächstes fast schon schade, dass es großteils immer noch die gleichen Waffen waren. Es gab eine Armbrust in den anderen? Was? Es gab eine Armbrust in den anderen Metro-Teilen? Oder war das nur die Redux-Version, die ich nicht gespielt habe? Also bei mir gab's eine Armbrust in den, also in den Redux. Das war aber nicht das Teil, nicht der Bolzenwerfer mit dem roten Magazin. Ja, doch. Ne?
Achso, okay. Den habe ich jetzt nicht als Armbrust. Er spielt sich genauso wie die Armbrust aus Exodus, also... Hm. Guck mal! Hier steht ein rotes Fass, also spawnen die wahrscheinlich auch wieder hier unten. Oh, ich habe ihm, glaube ich, im Flug noch einen mitgegeben. Vorsicht, der explodiert wieder. Ja, soll er mal. What? Er ist in die Explosion des Gegners gespawnt. Was soll ich denn? Ich könnte dich jetzt beschützen, aber. Na, scheiße. Aua, der Gegner ist in mich gespawnt. Nee, der kam von hinten. Nee, von oben, oder? Hast du noch Explosivwaffen dabei? Ja, aber ich muss kurz nachladen. Was hat mein Scope gerade so geglitcht? Okay, ja, ich brauche keine Explosivwaffen, ich habe einen Sniper. Aber ich habe halt keine Sniper-Muni mehr. Ah, okay. Noch nicht. Bleib wach, Schaff. Okay. Achievement. Hast du Sniper-Muni? Ich glaube nicht. Hm? Ja, doch. Gönn dir. Na, dann sollte er besser zum Mitnehmen bestellen. Alter, du bist nicht Leon. Ich sag das nicht häufig, aber raus, shut up. Aua. Ich hab ne Idee. Hm? Der Gegner neben dir explodiert gleich. Alter, man kann nicht mal pre-aimen. Du hast eine Explo-Flasche, ich habe eine Köderflasche. Wir können die Gegner auf einen Haufen locken und sie dann in die Luft jagen. Sounds like Rohrbombe with extra steps. Jo. Ich glaube, das war auch der Plan dahinter. Okay, du rennt. Fast geschafft. Okay, wo sind die letzten acht? Da, offensichtlich. Aua. Was war das? Ups. Eine Explo-Flasche, die er geworfen hat, obwohl er beim Werfen und Werfen unterbrechen reden, ne? Mhm, kenn ich. Beim Werfen unterbrochen wurde. Ich habe gerade beide einfach mal auf den Boden gehauen, indem ich den eingetreten habe. Das muss so. Aua, warst du das? Nee, das war der Typ da oben. Ah. Wieso sterben die denn so friedlich? Was dabei gedacht? Wie ist alles kaputt machen, wofür wir arbeiten? Ja. Du gehst niemals nach Hause. Prügelei! Zu Recht, ich habe uns fast um unseren Unterschlupf gebracht. Er sagte mir, ich solle den Tatsachen ins Auge sehen. Mich aufs Überleben konzentrieren. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ich habe mir geschworen, mich zu bessern. Härter zu arbeiten. Solange die Insel stärker als ich war, würde es kein Entkommen geben. Hallo Tomb Raider. Ich denke mir gerade so, das Entkommen könnte eher dadurch beeinträchtigt werden, dass du ja erstmal ein Boot oder so bräuchtest. Ja, die schwimmt. Ja. Kraul schwimmen, gib ihm. Ja. Lass uns mal feiern machen. Bis zum nächsten Mal. Bye.